Wir sind in der Saarschleife. Grüß dich, Willi. Auf einem Hausboot sind wir von Joylife Boats. Joylife Boats, ja. Das Ganze werden wir jetzt eine Woche lang erleben. Wir sind auf einer Art Einweisungstestfahrt, sind durch eine Schleuse durchgefahren, sind jetzt an der Saarschleife. Da oben sieht man den Turm. Ich kann da mal ganz genau draufhalten. Vergrößere mal. Das könnt ihr sehen, das Wahrzeichen des Saarlandes, eines der Wahrzeichen. Und du hast einen Tipp, was jetzt nicht so spektakulär ist, ist die Saarschleife, wenn man auf der Saar ist. Das sieht aus wie eine schöne Biegung. Mhm. Ist es viel spektakulärer von oben? Ja, schon, klar. Optisch aber, schon, aber es ist auch mal ein Erlebnis, hier durchzufahren, ne? Ohne Motorgeräusch, Elektromotor. Ja, wir haben einen Elektromotor. Normal wird es der Motor immer ein bisschen hören, oder? Genau, und hier eben nicht. Und das hört man ja wahrscheinlich, dass man nichts hört. Ja, das ist gut. Ja, da vorne, da habt ihr jetzt eine Gastronomie. Ja, das ist die Saarschleifen-Lodge. Ist sie gut? Der Michael Lenz ist sehr gut. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen weiter, ist ein Anleger, kann man anhalten. Und dann mit dem Fahrrad oder mit den E-Scootern hier hinfahren, Bier trinken, Kaffee trinken. Wenn man essen gehen will, muss man sich aber vorher anmelden. Ja, die sind mal voll, oder was? Ja, er hat nicht so eine offene Gastronomie. Also er hat ja da auch Vermietung, Übernachtungsplätze und für die kocht er auch. Aber wenn man jetzt Gäste, dann muss man sich vorher anmelden. Cool. Ja, es gibt viel zu erleben auf der Saar. Also die Wahrnehmung der Saar für Saarländer, ist das Problem, dass der Prophet im eigenen Land nichts wert ist? Oft? Kann sein, aber ich glaube, die Saarländer entdecken das gerade auch wieder neu und findet auch sehr schön und ja, gerade mit den Hausbooten, das ist ja nochmal so ein Zusatz hier ins Saarland gekommen, wo man einfach das wertschätzt. Jetzt kann man ja hier so ein Riesenboot, kann man fahren ohne Führerschein. Da habe ich mal gedacht, das wäre in Deutschland verboten. Ist das schon lange so, dass man ohne Führerschein fahren darf? Oh, ich weiß nicht genau, wie lange das aber ist, schon, aber ja, schon lange. Schon lange, ja. Also bis 7,5 kW, glaube ich. Ja, jetzt bis 7,5, vorher war es bis 10, genau. Und bis 15 PS. So. Europaweit gilt das, oder? Das heißt, du, wahrscheinlich. Also in Holland und Frankreich brauchst du gar keinen Führerschein. Da kannst du auch ein Motorboot ohne Führerschein fahren. Also in Deutschland brauchst du einen Bootsführerschein, aber da gar nicht. So, da hinten kommt jetzt ein Kahn. Genau. Unten ist deine Frau, die weist ja meine Frau ein. Die sitzt am Steuerstand. Genau. Die weiß jetzt, was ist jetzt zu tun bei dem... Rechtsfahren. Rechtsfahren, dem frühzeitig avisieren. Signalisieren, dass wir ihn gesehen haben. Wir steuern jetzt das Steuerbordseite an. Das sieht er dann auch und dann fahren wir ganz gemütlich aneinander vorbei. Keinen Stress machen. Wenn du ja drin bist, du merkst ja gar nicht, dass du hier in einem Hausboot bist. Also das ist ja nur von außen, glaube ich, so sensationell für die Leute. Wenn du selber hier oben drauf bist, hier vorne ist ein Schwan, der gibt gerade Gas. So, jetzt fährt sie mal ganz bewusst hier rüber. Das Bugstrahlruder, was drin ist, das schafft nochmal zusätzlich Sicherheit, oder? Ja, absolut. Ja. Also das ist nochmal ein Zusatz, wo man immer zur Not nochmal das einschalten kann. Und, jetzt kommen wir relativ nah. Ja, ich gehe mal vielleicht doch geht runter. Geht doch runter, ja. Einfach den Frauen dazu helfen. Aber eigentlich kriegen wir es hin. Ja, gut, ja, das passt schon. Das passt schon. So, jetzt fahren wir mal zur Seite. Die Kerstin kommt, so heißt das, das Motorboot. Was da vorne? Motorschiff. Es geht auch hier ein bisschen. Ja, locker. Hier ist ja, wir haben ja nur einen Tiefgang von einem halben Meter nur hier bei dem Hausboot. Das macht die Sache natürlich sehr safe. Und die Kerstin, die ist natürlich hier professionell unterwegs. So, ich gehe mal runter. Also, wir sind an der Saarschleife. Hier vorne ist Gastronomie. Da kommt unser Anrainer. Relativ tief liegt er. Wahrscheinlich hat er was geladen. Wir drehen, warte mal, ich komme mal runter. Ja, wir filmen das. So, wir sind nämlich hier oben schön auf unserem Joylife-Boot.
So, sie ist ziemlich aufgeregt, hat eben eine heikle Situation. Aha. Hat sie super gemacht. Hat sie super gemacht. Ja. So, jetzt drehst du auf der Stelle, wie geht's? Gleich. Gleich. So, genau, hier Gastronomie, Saarloft übrigens. Und dann? Ein bisschen Werbung machen. Genau, und jetzt hart. Abwarten. Genau, voll warten. Und abwarten. Abwarten, was passiert. Einmal drehen, bitte. Sie hätte ja auch hier mit dem Buchstahlruder, hätte sie auch drehen können. Ja, aber wie gesagt, den nimmt man nur im Notfall, wenn man merkt, ich komme gar nicht zurecht, sonst setzt man den gar nicht ein. Ist das eine Fähre hier, die da vorne? Es gibt noch Fähre. Gibt noch Fähren? Ja, mega, ne? Auf der Saar? Ja. Krass, warte, ich zeige euch das mal, bevor ihr mir nicht glaubt. Da dieses süße Bötchen. Ist ja klar, wenn man irgendwie rüber will und man kann nicht schwimmen, dann ist so eine Fähre ganz gut. So, jetzt machen wir Wenden in drei Zügen. Einmal neutral. Genau. Und jetzt hart Steuerbord. Und rückwärts. Direkt? Ja. So, nicht Vollgas. Das reicht. Abwarten. Jetzt geht das Heck hinten rum. Wie nennt man das? Wenden in? In drei Zügen. Wie vom Auto. Boah, wir sind ja, was krasses hier, das Panoramafenster. Guck mal hier, wie die Leute gucken. Wenn ihr wüsstet, dass meine Frau hier steuert, da würdet ihr alle klatschen. Die Hausboot-Stories. Das war's. Und schon haben wir gedreht in 180 Grad. Sehr schön. Jetzt versuchen wir den Frachter einzuholen, damit wir mit ihm wieder schleusen können. Ja, gib mal hier ein bisschen Gas. Genau. Avanti Galopperus. Sehr gut. Galopperus. Perfekt. Sag mal, ihr habt das Ding auch getuned, weil es hat jetzt 7,5 kW. Habt ihr so eine andere Firmware für den Motor? Nee. 30 kW? Nee. Es gibt noch größere Motoren, aber der hatte... Das heißt, hier geht alles mit rechten Dingen zu. Ja, natürlich. Cool. So ein Buchstahlruder ist ja auch nicht Serie. Also genau. Das muss man nicht haben, aber das habt ihr mal eingebaut, weil ihr gesagt habt, falls dann nochmal Wind kommt und du hast dann eine schwierige Situation, dann hast du richtig Power. Genau. Das kostet auch richtig Geld, aber das lohnt sich. Also. Man braucht ja hier keinen Kreiselkompass, so ein großes Gewicht, damit der, weil ich habe gemerkt, wir hatten ja eben Wellengang durch das Boot, da hat es fast nicht gewackelt. Merkt man kaum. Merkt man kaum. Also er liegt sehr, sehr ruhig im Wasser und man merkt kaum, dass man im Wasser ist. So, Fazit nach einer Stunde. Ja, also wenn in der Schleuse nicht so viel los ist, ist alles machbar. Was machst du dann in der Schleuse? Ich mach das. Ich mach denn das mit dem Pollern irgendwie. Klar. Guck mal hier, jetzt sieht man das eine Ohr von dir und den Steuerstand. Das ist schon dieses Torpedo, gibt es das schon länger? Torpedo? Links dran vorbeifahren? Ich glaube schon, ja. Das sind recht bekannt auch. Also Profis kennen das? Ja. So, die Boje. Muss hier links vorbei. An der Boje links vorbei. Also so steht, fährst du gut. Die Saarschleife, da oben ist sie noch einmal zum Beweis. Wir waren da. Yes. Zusammen mit Joy Lifeboats, der Lydia und dem Willi und der Marlene am Steuerstand. Macht sie echt gut. Also ich bin dafür, dass sie es noch nie voll gemacht hat. Talent. Ja, ist klar. Mach dich lustig über mich. Nein, wirklich. Du machst das super. So, und die nächste Fahrt geht dann... Rückwärts? Nee, nicht rückwärts. Mit dem Hochseeschiff fahren wir dann Öltanker. Genau. In den Suezkanal. So, lass mal kurz gucken. Ich zeige euch noch mal kurz in der Abmoderation, wo wir gerade sind. Also, hier unser Boot. Gibt es übrigens ein eigenes Video zu, wo wir alles mal gezeigt haben. Eine schöne Haustour mit allem, was man hier so sieht.
Und das ist der E-Motor. Also das ist nur so ein leises Summen. Wie von der Straßenbahn. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Also wenn ihr Lust habt, sowas mal zu mieten, dann könnt ihr es machen bei Joylife Boats. Ich kann es euch nur empfehlen, es ist eine Erfahrung fürs Leben. Ich finde es richtig cool. Danke fürs Einschalten. Demnächst an der Saarschleife. Ciao, ciao. Okay, Sven. Erzähl mal, was machst du gerade? Ich versuche gerade in die kleine Schleusenkammer in der Schleuse Mettlach im Saarland einzufahren. Und? Warum tust du es noch nicht? Weil die Ampel noch auf Rot ist. Ja. Und das sieht man fast gar nicht von hier aus. Ich noch warten muss. Wie die rote Ampel? Da, jetzt sieht man es. Ich habe mir jetzt mal. Ich sehe die Ampel. Ein bisschen rangezoomt. So. So sieht eine Ampel aus hier. So, wir fahren jetzt mit sagenhaften. Ja. 2,5 km/h. Kann aber auch nichts passieren, weil ich habe ja den Billy bei mir. Richtig. Master of Disaster. Das heißt, das Schiff wird es überleben. Und wir auch. Ja. In der Geschwindigkeit sowieso. Das will ich jetzt nicht. Aber wenn du mal gerade herkommst, zeig ich was. Das ist das Bugstrahl. Nee, das Querstrahlruder. Und damit kann ich das Ding quasi auf der Stelle wenden. Und dann kann man vorne praktisch links oder rechts steuern. Mhm. Und hinten auch links und rechts. Und dadurch wird das sehr wendig. Das heißt, also man muss dann, kann quasi ohne, dass man den Hauptmotor anmacht, trotzdem navigieren. Cool. So, und jetzt, da wir immer noch fahren, guck mal hier, wir fahren ja noch ein bisschen. Da geht die Kamera runter. Wir bewegen uns etwas, ja. Ja, die Kamera geht runter. Guck mal, es sprudelt. Ah, deswegen dürfen wir noch nicht rein. Ja, und weil das Licht ja rot ist. Ja, das ist klar. Das riecht, aber jetzt sehen wir das mit der Kamera auch mal. Die Kamera geht auf. Krass. Kann man schon mal ein bisschen anfahren. Aha. Müssen wir dann hier auch wieder mit Seilen arbeiten, mhm, an der gleichen Stelle, ne? Mhm. So, bitte mal schon mal die Schwimmwesten bitte anziehen. Liebes Crew-Team, hier ist Treibgut. Dann mache ich mal den Motor aus. Ja, heute ist es aber klein. Das wird sehr hitzig. Nichts, genau. Das wird nichts. Aber trotzdem, alles gut. Sehr gut, perfekt. Ist aber immer noch rot. Ich wollte gerade sagen, und jetzt? Aber ist gut, ja. Wir fahren ja noch nicht rein. Wir treiben ja noch. Jo. Das ist grün. Oh ja. Langsam rein, genau so. Das mit dem Ruder ist ja schon geil. Mhm. Das macht die Sache ja echt einfach. Also kauft euch, wenn ihr so ein Boot kauft, auf jeden Fall ein Querstrahlruder von der Firma. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sehr gut. Side Power steht drauf, zumindest mal. Und da, ich soll aber jetzt ein bisschen hier drauf achten, dass ich hier nicht anecke, denn die Kammer ist relativ eng. Ja, das ist wirklich eng. Du machst das aber bis jetzt gut, Sven. Ja, jetzt. Nicht den Tag vor dem Abenddom. Ich halte mal auf dein Gesicht besser. Bisschen rechts. Sehr gut. Das Heck auch ein bisschen raus. Komm rum.
Also ich weiß, wer das jetzt für den Rest der Woche machen wird. Weiß ich nicht. Sind wir drin? Ja, aber noch nicht ganz. Dann fahren wir bis vorne, oder? Genau, bis wohin muss man denn dann fahren? Ja, man fährt schon ziemlich weit vor, weil man weiß ja nicht, ob noch hinten einer mit rein will. Da, wo die, wo, das ist doch so eine gelbe Linie, genau, richtig? Genau, da darf man nicht drüber. Da ist die gelbe Linie. Wir sind ziemlich alleine, also jetzt ist eigentlich egal, wir können noch hier an der Seite jetzt festmachen. Ja, wenn du mal den Schleusenturm mal filmst, Manni. Ja. Da drin sitzen die Jungs und Mädels, die uns dann per Telefon die Freigabe erteilen. Perfekt. Du hast jetzt die große Schleuse nicht gemacht, Sven, aber würdest du sagen, dass es besser, einfacher ist, die kleine? Das ist egal. Ist egal? Jetzt müssen wir festmachen. Jetzt brauchen wir hier Personal, bitte. Personal, bitte. Willst du jetzt übernehmen? Genau, und jetzt müssen wir ja wieder hier beim letzten Mal befestigen, ne? Ich glaube, der Sven könnte das jetzt übernehmen mit Filmen wieder. Sven, willst du das? Ja. Also. Fahr mal vor, genau, hier in die. Kommt die Handschuhe? So, mit dem. Sag Stopp! Bis hier vor. So, der kann schon mal abstoppen. Sehr gut, Sven. Ich hab mal am Haken den Fisch. So, jetzt ist das Seil wieder dran. Wird ein bisschen irritiert und jetzt müssen wir warten, bis die Schleuse wieder geschlossen wird. Na, wie war ich? Ja, du hast dich gut angestellt, würde ich sagen. Du hast das so gut gemacht, du darfst das die ganze Woche jetzt machen. Wie viele Minuten haben wir denn auf der Kamera? 7 Minuten 38. Dann müssen wir noch 20 Sekunden warten. Achten, lass nicht die Kamera fallen. Ja, wir sind auf der Saar und zusammen mit Joy Life Boats. Und wenn ihr auch Lust habt, ein solches Abenteuer zu erleben, dann einfach auf die Webseite von Joy Life Boats gehen, ja. In Mettlach. Also einfach googeln Joy Life Boats Mettlach und da könnt ihr euer eigenes Boot buchen und das Erlebnis eures Lebens auf der Saar erleben. Meine Frau ist übrigens dann nicht dabei. So, ciao, ciao. Okay, Sven, erzähl mir, was machst du gerade? Ich versuche gerade in die kleine Schleusenkammer in der Schleuse Mettlach im Saarland einzufahren. Und? Warum tust du es noch nicht? Weil die Ampel noch auf Rot ist. Ja. Und das sieht man fast gar nicht von hier aus. Ich noch warten muss. Wie die rote Ampel? Da, jetzt sieht man es. Ich habe mir jetzt mal. Ich sehe die Ampel. Ein bisschen rangezoomt. So. So sieht eine Ampel aus hier. So, wir fahren jetzt mit sagenhaften. Ja. 2,5 km/h. Kann aber auch nichts passieren, weil ich habe ja den Billy bei mir. Aber ich dich. Master of Disaster. Das heißt, das Schiff wird es überleben. Und wir auch. Ja. Mit der Geschwindigkeit sowieso. Das will ich jetzt nicht. Aber wenn du mal gerade herkommst, zeig dir das. Das ist das Bugstrahl. Nee, das Querstrahlruder.
Und damit kann ich das Ding quasi auf der Stelle wenden. Und dann kann man vorne praktisch links oder rechts steuern. Mhm. Und hinten auch links und rechts. Und dadurch wird das sehr wendig. Das heißt, also man muss dann, kann quasi ohne, dass man den Hauptmotor anmacht, trotzdem navigieren. Cool. So, und jetzt, da wir immer noch fahren, guck mal hier, wir fahren ja noch ein bisschen. Da geht die Kamera runter. Wir bewegen uns etwas, ja. Ja, die Kamera geht runter, guck mal, es sprudelt. Ah, deswegen dürfen wir noch nicht rein. Ja, und weil das Licht ja rot ist. Ja, das ist klar, das riecht, aber jetzt sehen wir das mit der Kamera auch mal. Die Kamera geht auf. Krass, kann man schon mal ein bisschen anfahren. Ah. Müssen wir dann hier auch wieder mit Seilen arbeiten? Mhm. An der gleichen Stelle, ne? Mhm. So, bitte mal schon mal die Schwimmwesten bitte anziehen. Liebes Crew-Team, hier ist Treibgut. Dann mache ich mal den Motor aus. Ja, heute ist es aber klein. Das wird sehr hektisch. Passiert nichts, genau. Das passiert nichts. Ja. Aber trotzdem, alles gut. Sehr gut, perfekt. Ist aber immer noch rot. Ich wollte gerade sagen, und jetzt? Aber ist gut, ja. Wir fahren ja noch nicht rein. Wir treiben ja noch. Jo. Jetzt ist grün. Oh ja. Ganz normal, genau so. Das mit dem Ruder ist ja schon geil. Mhm. Das macht die Sache ja echt einfach. Also kauft euch, wenn ihr so ein Boot kauft, auf jeden Fall ein Querstrahlruder von der Firma. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sehr gut. Side Power steht drauf, zumindest mal. Und da, ich soll aber jetzt ein bisschen hier drauf achten, dass ich hier nicht anecke, denn die Kammer ist relativ eng. Ja, das ist wirklich eng. Du machst das aber bis jetzt gut, Sven. Ja, jetzt nicht den Tag vor dem Abenddom. Ich halte mal auf dein Gesicht besser. Bisschen rechts. Sehr gut. Das Heck auch ein bisschen raus. Warum? Ja, alles gut. Perfekt. Gut. Also ich weiß, wer das jetzt für den Rest der Woche machen wird. Weiß ich nicht. Sind wir drin? Da kann man. Ja, aber noch nicht ganz. Dann fahren wir bis vorne, oder? Genau, bis wohin muss man denn dann fahren? Ja, man fährt schon ziemlich weit vor, weil man weiß ja nicht, ob noch hinten einer mit rein will. Da, wo das ist doch so eine gelbe Linie, genau. Richtig? Genau, da darf man nicht drüber. Da ist die gelbe Linie. Wir sind ziemlich alleine, also das ist eigentlich egal. Wir könnten auch hier an der Seite jetzt festmachen. Ja, wenn du mal den Schleusenturm mal filmst, Fanny. Ja. Da drin sitzen die Jungs und Mädels, die uns dann per Telefon die Freigabe erteilen. Perfekt. Du hast jetzt die große Schleuse nicht gemacht, Sven, aber würdest du sagen, dass es besser, einfacher ist, die kleine? Das ist egal. Ist egal? Ja. Jetzt müssen wir festmachen. Jetzt brauchen wir hier Personal, bitte. Personal, bitte. Willst du jetzt übernehmen? Genau, und jetzt müssen wir ja wieder hier beim letzten Mal befestigen, ne?
Ich glaube, der Sven könnte das jetzt übernehmen mit Filmen wieder. Sven, willst du das? Ja. Also. Komm mal vor, genau. Hier, wie. Und die Handschuhe? So, mit. Sag Stopp! Stopp! Noch 5 Meter! Beziehungsfläche! Bis hier vor. So, der kann schon mal abstoppen. Sehr gut, Sven. Ich hab mal am Haken den Fisch. So, jetzt ist das Seil wieder dran. Jetzt wird ein bisschen arretiert und jetzt müssen wir warten, bis die Schleuse wieder geschlossen wird. Na, wie war ich? Ja, du hast dich gut angestellt, würde ich sagen. Du hast das so gut gemacht, du darfst das die ganze Woche jetzt machen. Wie viele Minuten haben wir denn auf der Kamera? 7 Minuten 38. Dann müssen wir noch 20 Sekunden mal achten. Lass nicht die Kamera fallen. Ja, wir sind auf der Saar und zusammen mit Joy Life Boats. Und wenn ihr auch Lust habt, ein solches Abenteuer zu erleben, dann einfach auf die Webseite von Joy Life Boats gehen, ja. In Mettlach. Also einfach googeln Joy Life Boats Mettlach. Und da könnt ihr euer eigenes Boot buchen und das Erlebnis eures Lebens auf der Saar erleben. Meine Frau ist übrigens dann nicht dabei. So, ciao, ciao. Wir sind wieder angekommen im Hafen in Mettlach und wir sind bei Joy Life Boats. Da sind wir, unser Hausboot. Und jetzt bekomme ich meine Einweisung in einfache Knotentechnik. Hier ist der Willi. Grüß dich, Willi. Du hast gesagt, soll ich mal zeigen, wie man knotet? Habe ich gesagt, natürlich. Genau. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Klär mich auf. Ja, wir machen jetzt einen einfachen Kreuzknoten. Du holst die Leine, machst sie zweimal um den Haken und machst hier erstmal eine 8 und hier nächsten einmal um. Das war's. Das war's. Und jetzt ist er eigentlich schon fest, kann nicht mehr ab. Jetzt und zieht sich selber zu. Ja, oder? Und zieht sich selber zu. Und das war's schon. Mach nochmal. Zweimal um die Klampe. Und dann machst du hier einen Haken, eine 8. Entweder so rum oder so rum, das ist egal. Du kannst es machen, wie du willst. Du kannst auch hier rum die 8 machen. Halt mir die Kamera. Ich mach das mal. Und dann machst du es hier so. Also, da ist die Kamera. Vorsicht, nicht davor. Das ist ja, mal filmen. Okay. Nur zeigen. Also. Ja, du, ab. Du kannst so abmachen. Dann zweimal rum. Ja. Also einmal, zweimal. Ja. Jetzt die 8. Die 8, genau. Und dann? Einmal um die... Einmal, genau. Nee. Einmal drehen, andersrum. Darum. Nee, nee. Nee. So, so. Also, ja, wie? Ja, jetzt halten mit einer Hand. Warte mal, ich zeig mal. Also jetzt und dann. So, dass er sich zuzieht selber. Hm. Mein Gott, bin ich blöd. Warte nee, mal. Nee, das kann nicht sein. Ah, so. So? Genau. Jetzt hast du hier die 8. Doppel-8 sozusagen. Doppel-8. Genau. Und jetzt ist hier. Jetzt ist fest, genau. Also nochmal. Also ab. Dann hier. Also. Einmal. Zweimal. Mhm. Jetzt die 8. Mhm. Und jetzt. Nochmal. Das ist normal, genau. Und jetzt so. Ja. Und dann ziehen. Fertig, genau. Und jetzt fertig. Kannst du hier. Und das wieder hält? Zurück, genau, das hält. Das ist eigentlich das, was hält. Und alles andere ist nur zum schön aussehen. Wenn du jetzt nochmal zurückgehst und okay. Hier die Leinen schön rummachst. Das es gibt noch mehr Knoten? Ja. Du kennst alle? Ja, fast. Sehr du? Schön.
Nee, ich kann gar keinen. Also okay. Ich kann so einen Knoten machen bei den Schuhen. Das kann ich hier machen. Also sind bei Jawlife Boats, wenn ihr mal Lust habt, ein Hausboot zu mieten, so macht man einen Kreuzknoten, gell? Heißt ja. Das war Kreuzknoten. So, jetzt machst du das gleiche nochmal? Nee, das ist wie gesagt einfach nur, damit die Leine da nicht im Weg ist. Liegt. Die holt man sich hier hin und macht die ein bisschen fest. So, dann legt man das hier hin, dann kann nichts passieren. So. Und hinten genau das gleiche und hier in der Mitte auch. Du würdest aber jetzt die Leine noch ein bisschen mehr anziehen? Ja, hier in der Mitte. In der Mitte, okay. Okay, verstanden. Das ist wie gesagt nur, damit es aus den Füßen ist. Nicht um festzumachen. Kleine Leinenkunde. Ja. Ah, zweimal rum. Acht. Und rüberlegen. Genau. Okay, ich glaube, das kriege ich hin. Tschüss, Mettlach, Jawlife Boats. Ciao.